good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Ski Gaming TV's Video und herzlich willkommen zum dritten Squad-Builder von mir zu FIFA 15 Ultimate Team. Dieses Squad-Builder spielen wir in der 4-3-3-Formation, nämlich die erste, also die normale. Es gibt ja insgesamt gibt es 5 4-3-3-Formationen, wir nehmen die erste. Als Name habe ich UP Hybrid genommen, weil das einfach nur ein richtig, richtig starkes Hybrid ist. Und ja, von Anfang an seht ihr jetzt nicht das Starter-Team, weil die Spieler kommen nacheinander ins Team. Machen wir jetzt heute mal wieder so. Und wollen dann gleich mal anfangen, weil das Video sonst zu lange dauert. Und ich muss noch ein paar Videos voraufnehmen, weil ich ja morgen in den Urlaub fliege nach Malle. Und ja, das ist jetzt nicht das Thema. Wir wollen hier gleich mal beginnen mit dem Torhüter. Das ist Joe Hart von Manchester City. Ein sehr starker Torwart, 1,96 groß. 85 Hechten, 86 Reflex und seine anderen Werte gehen auch noch in Ordnung. Hatte ist 8700 Münzen wert. Also für 8700 Münzen habe ich ihn mir gekauft. Vielleicht ein bisschen mehr oder vielleicht ein bisschen weniger jetzt im Moment, wenn das Video rauskommt. Ja, es kommen ja im Moment, nochmal kurz zu sagen, im Moment kommt ja schon häufiger Squad-Builder, aber es hat damit zu tun, weil ja Anfang FIFA 15 jeder will ein geiles Team haben und deswegen. Ja, gucken halt viele Videos, Squad-Builder und so, deswegen baue ich jetzt noch eins. Aber es kommen halt auch Serien und werden auch bald wieder Pack-Openings und so kommen. Aber dann machen wir jetzt hier mal weiter mit dem linken Innenverteidiger. Das ist einer, der 83 Tempo richtig, richtig schnell unterwegs, nämlich Unua von Queen's Park Rangers aus der Barclays Premier League. Ja, 83 Tempo, wie gesagt, richtig, richtig starker Wert, da richtig schnell da. Der ist, also, wie man ja sehen kann, ist in FIFA 15 Pace wichtig geworden, da Ibarbo, Imenik und wie die alle heißen, da einfach durchrennen können. Und deswegen braucht man eine schnelle Innenverteidigung. Zum Beispiel wie hier Nedum Unua, 83 Tempo, der kommt da schon hinterher und weil er auch noch einen richtig starken Körper hat. 77 Physis, 75 Defense, geht auch in Ordnung. Der rechte Innenverteidiger ist nicht so schnell, aber das geht noch so gerade in Ordnung. Hat 64 Tempo, ja, ist halt nicht so schnell, aber seine anderen Werte sind schon richtig, richtig stark. Passwert gut, Defensivwerte sind gut. Und ja, Kopfball, also Physis ist auch natürlich sehr stark bei Dante. Linksverteidiger ist Kieran Gibbs von Arsenal. Hat 1600 Münzen gekostet, kostet er nicht viel. 81 Tempo geht in Ordnung als Linksverteidiger. Das Team soll ja immerhin günstig bleiben. Linksverteidiger wie Felipe Luis kosten im Moment schon 20.000 bis 30.000 Münzen. Aber die Preise werden nacheinander immer wieder sinken. Und dann gibt es auch wieder günstige Spieler, die richtig, richtig stark sind. Gibt zwar jetzt schon, aber ja, die Linksverteidiger und Rechtsverteidiger sind noch ja, schon schnell, schon teuer im Moment. Deswegen lieber günstige Außenverteidiger nehmen, weil die halt nicht so viel kosten. Zum Beispiel wie hier Rafinha oder wie Gibbs schon vorgestellt. Rafinha, 750 Münzen hat er nur gekostet. Ja, 72 Tempo ist wirklich nicht schnell als Rechtsverteidiger, aber der macht seinen Job da eigentlich schon richtig, richtig stark. 80 Dribbling hat er als Rechtsverteidiger, was auch sehr stark ist. Sein Defensivwert ist auch eigentlich ganz okay. Gehen wir rein ins Mittelfeld. Linker ZM ist ein ZDM, weil ich wollte ihn nicht extra umwandeln. Nämlich Felipe Melo, weil die Umwandlungskarte, ja, die wollte ich mir nicht kaufen, weil die schon teuer ist. Oder den Felipe Melo als ZM kostet 4000 plus, keine Ahnung, 3000, ungefähr 7000 Münzen kostet er. Ja, das wollte ich nicht extra haben, weil das geht schon in Ordnung. 8 Chemie hat er, glaube ich, wenn ich das Team jetzt vollständig habe. Ja, einfach nur richtig, richtig starke Allround-Werte, einfach ein richtig starker ZM. Mehr muss man nicht sagen, kostet 4000 Münzen, das geht auch in Ordnung. Denn in der Mitte spielt der ZM, ist ein ZOM. Diego kostete 1700 Münzen, als ZM kostet er 5000 Münzen oder so. Wie gesagt, wollte ich nicht kaufen, weil es zu teuer ist. 4 Stände Skills, 4 Stände schwacher Fuß, 1,73 groß, gute Arbeitsraten. Weil er eher offensiv spielen soll, Felipe Melo eher defensiv. Seine Werte sind auch richtig, richtig stark. 84 Passen, 85 Dribbling und Tempo und Schuss geht auch noch in Ordnung. Soll halt als Spielmacher dienen. Der andere ZM ist Thiago von FC Bayern München und den kann ich euch richtig empfehlen. Kostet zwar 4800 Münzen, aber seine Pässe und sein Dribbling und er ist auch noch defensiv stark, wie er nicht auf der Karte zu sehen scheint, aber er macht echt richtig, richtig
einen richtig guten Job da hinten drin. Und vorne natürlich auch Tempo und Schuss. Ja, sein Schuss eigentlich auch besser. Aber ja, müsst ihr nicht unbedingt nach der Karte gehen. Also den müssen wir ausprobieren. Das Team müsst ihr mal ausprobieren. Das kostet ungefähr, ich glaube, 35.000 Münzen. Thiago hat jetzt schon 11 Spiele, weil ich im Bundesliga-Team habe. Da habe ich ihn schon vorher gekauft. Hat 3 Tore, 3 Vorlagen. Also nicht schlechter. Und jetzt fehlt nur noch der andere. Linker Flügel ist von Fenerbahce aus der türkischen Liga. Ist natürlich klar. So muss er so, wie ungefähr wird er so ausgesprochen. Sorry dafür, wenn ich nicht richtig ausspreche. 600 Münzen hat er nur gekostet. Und dafür hat er echt gute Werte. Er hat zwar nur 3 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne wäre natürlich besser. Aber dafür hat er 4 Sterne schwacher Fuß. Starker Fuß auch nach rechts, also kann gut nach innen ziehen. Und dann hat er noch 83 Tempo, das reicht vollkommen aus. 79 Dribbling, 80 Schuss und 75 Füße. Also ein sehr starker linker Flügel. Zwar nicht einer der besten, aber der geht in Ordnung. Kostet auch nur 600 Münzen. Rechter Flügel ist ein rechter Mittelfeldspieler. Den wollte ich auch nicht umwandeln, nämlich Shaqiri von FC Bayern München. 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß. Kostete zwar ein bisschen viel, 6500 Münzen. Ist einer der teuersten vom Team hier. Oder nicht mehr der teuerste, glaube ich. Da ist Joe Hart, glaube ich, teurer. Ja, 88 Tempo, ist richtig schnell unterwegs. 86 Dribbling, Linksfußsounder, also kann auch noch inziehen. Und sein Schuss ist eigentlich auch besser als der Hakata. Hat einen richtig starken Longshot und Schusskraft hat er auch, glaube ich, irgendwie 88 oder so beim Freistoß. Da sieht man das ja immer. So über 80 jedenfalls. Und als Stürmer, den könnt ihr natürlich schon denken, Emenik. Ja, muss ich zu dem was sagen? Eigentlich nicht, oder? 88 Tempo, 80 Schuss, 83 Füße, 76 Dribbling. 6200 Münzen hat er nur gekostet. Ein Spiel, 2 Dinge reingemacht natürlich. Wer sonst soll da knipsen? Und ja, das ist das Team. Hat overpowerte Spieler wie zum Beispiel Emenik oder Onua mit 83 Tempo als Innenverteidiger. Der teuerste Spieler ist, glaube ich, Joe Hart, 8700 Münzen. Danach kommt Shaqiri und danach kommt Emenik. Ja, das Team kostet ungefähr 35.000 bis 40.000 Münzen auf der PS3, PS4. Und mir gefällt es richtig gut, das erste Spiel. Defensiv war stark, hab zwar ein Tor reinbekommen, aber das war, ja, wollen wir nicht drüber reden. Vorne hat dann Emenik geknipst, richtig schnell, Kopfball stark. Also das Team müsst ihr mal ausprobieren. Zwar ist der Rechtsverteidiger und der Linksverteidiger, doch, also der Linksverteidiger schon gibt's, geht in Ordnung mit 81 Tempo, weil Rafinha ist ein bisschen langsam. Aber das geht eigentlich schon in Ordnung. Das müsste man hinkriegen. Ja, wenn da es euch gefallen hat, das Team euch gefällt, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Squad-Bilder sehen wollt von mir. Das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Squad-Bilder. Ja, müsste es eigentlich sein. Und ja, sind einfach 3 geile Teams, die nicht allzu viel kosten. Also vergiss den Like, also den Daumen nach oben nicht. Like das Video bitte. Also haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao. So in love with you.